Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die wahrscheinlich schwierigste Frage, die man jedem Horrorfilm-Fan stellen kann, ist ganz eindeutig: Welcher ist dein Lieblingshorrorfilm? Insbesondere, wenn man sich dann blamiert und die zweite Follow-up-Question nicht beantworten kann. Aber ja, jeder Filmfan kennt das. Man wird gefragt, was ist eigentlich der beste Film aller Zeiten? Und niemand erwartet sich darauf ein 3 Stunden langes Referat. Und auch ich habe mich natürlich wahnsinnig oft mit dieser Frage konfrontiert gesehen. Und wenn man in mein Letterboxd-Profil schaut, dann habe ich das auf 4 Filme runterbrechen können. Auf der einen Seite steht Deadpool, auf der anderen Seite steht als klassischer Actionstreifen Phantomkommando, obwohl ich natürlich weiß, dass es Filme wie Hardboiled gibt oder John Rambo, die wahrscheinlich noch mehr auf den Putz hauen. Ist es irgendwie einfach Phantomkommando, den ich lieb gewonnen habe, dann als Trash-Meilenstein Voyage of the Rock Aliens, und wo wir dann beim Thema Lieblingshorrorfilm sind, da kommen wir zu Lucio Fulci. Da kommen wir zu einem der ersten Filme, die mich damals, als ich noch ein junger unschuldiger Anfänger im Horrorbereich waren, beeindruckt haben, und einer, wo ich vor allem bis heute die Effekte wahnsinnig beeindruckend finde. Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Lucio Fulcis Zombie oder auch Zombie 2 oder keine Ahnung, wie viele Alternativtitel der Film noch hat. Aber was ich weiß, ist, dass dieser Film nicht nur Alternativtitel als Film hat, sondern dass es auch ein alternatives Comic gibt, beziehungsweise eine Graphic Novel, die von Steven Romero geschrieben wurde, beziehungsweise dann von Michael Broom illustriert wurde. Wobei ich sage, bei der Comic-Adaption von einem Film, der ja mehr oder weniger mit einem Storyboard quasi schon ein Comic ist, jetzt ich mir nicht ganz so schwierig vorstelle. Aber als Vinegar Syndrome angekündigt hat, dass sie jetzt eben mit einem neuen Verlag namens Vinegar Syndrome Publishing auch filmbezogene Bücher beziehungsweise eben Comicboxen veröffentlichen wollen, war mein erster Gedanke: Nope, ich halte mich da raus, ich schaffe es nicht, quasi mir noch eine Sammlung anzulasten. Ich habe ja, nachdem Deadpool einer meiner 4 absoluten Lieblingsfilme ist, auch mittlerweile, well, alle Deadpool-Comics in meiner Sammlung, aber ich wollte jetzt nicht auch noch mit diesem Vinegar Syndrome Sublabel beginnen. Wie ihr gesehen habt, hatte diese Erwartung nicht wahnsinnig viel Erfolg, denn es ist dann doch einer meiner 4 absoluten Lieblingsfilme und es sieht auch noch dazu wahnsinnig genial aus. Dazu dann allerdings etwas später mehr. Vielleicht einmal zuerst nur ein kurzer Blick noch auf diese Banderole, die wir hier bei diesem Release sehen. Das Ganze ist hier limitiert auf, was hat Vinegar Syndrome geschrieben, wie viele es sind. Es gab das Ganze auf jeden Fall auch mit zusätzlichen T-Shirts, allerdings habe ich darauf verzichtet. 1500 Stück gibt's von dieser Box insgesamt nur. Und dabei können wir da jetzt einmal einen kurzen Überblick auf den gesamten Inhalt von dieser Box werfen. Und ich glaube, auch auf auch in eure Sichtfeld werden jetzt einige Designs rutschen, die ganz eindeutig sagen, erb, das muss man als Zombie-Fan natürlich haben. Denn bereits auf den ersten Blick begrüßt uns hier von Michael Broom der klassische Fulci-Voodoo-Zombie, bei dem es sich nämlich übrigens nicht um einen Ausschnitt aus dem Film handelt, sondern auch das hier ist eine Zeichnung, die für dieses Comic neu gemacht wurde. Und ja, ich werde in dem Fall relativ viel die Kamera hin und her bewegen müssen, weil aufgrund von seiner Größe ich dieses Set ansonsten nicht unbedingt direkt in das Video einbauen kann. Aber ich finde, man sieht hier gerade unten bei der Halspartie extrem deutlich, wie wundervoll dieses Artwork hier gezaubert wurde und dass das Ganze dann natürlich auch noch mit dem Partial Gloss Effekt veredelt wurde. Das sieht, finde ich, einfach nur, naja, halt edel aus. Wir haben dann sogar auch auf dem Spine hier beim Titelschriftzug noch den partiellen Glanz. Da kam hier, finde ich, auch eine sehr schöne, edle Erscheinungsweise. Ja, die einzelnen 4 Issues werden übrigens auch wieder extra erscheinen. Sind bei Vinegar Syndrome bereits vorbestellbar. Die Box war natürlich kurz nach Vorbestellstart wieder ausverkauft, und das war dann für mich auch irgendwie eben ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, nein, wahrscheinlich werde ich irgendwann einmal dann ihr nachjagen und sie teuer kaufen müssen, da hole ich sie lieber gleich. Schade, finde ich, dass man
Und gerade bei einem Comic, wo man wahrscheinlich eine Menge an gezeichnetem Material zur Verfügung hat, hier das Backcover von der eigentlichen Box eigentlich ziemlich ungestaltet gelassen hat. Aber der Rest von dieser Box ist das exakte holy freaking Gegenteil von ungestaltet. Ich habe es nicht fassen können, was für eine Menge an wunderschönen Designs sich in dieser Box verstecken. Hier beispielsweise gleich einmal auf dem ersten Teil, wenn man die Box aufmacht, natürlich eine etwas reißerischere Interpretation. Wir alle kennen natürlich eben diese Szene, wo die Dame nach der Holzsplitter-Sequenz dann von den Zombies ausgeweidet wird, was ja natürlich eine der Sequenzen ist, die damals für die deutsche Beschlagnahme des Films mitverantwortlich war, die allerdings im tatsächlichen Film, ich glaube, darauf können wir uns einigen, nicht ganz so explizit dargestellt wird, wie sie das jetzt hier auf dem Cover quasi von der Box tut. Außerdem finde ich genial, dass man sich hier wirklich die Mühe gemacht hat, und sogar diese kleinen Parts oben und dann unten noch mit weiteren kleinen Gesichtern und Comic-Ausschnitten gestaltet hat, dass man dann hier sogar noch als zweiten Spine von der inneren Box die einzelnen Kapitelüberschriften hat. Hier dann eben so ein klassisches comicartiges Backcover mit verschiedenen Elementen aus diesen Comics. Auch die muss man ja wirklich einmal in sich aufnehmen, sehen ja absolut großartig aus und sind ja wirklich wundervoll gezeichnet. Das war ja dann auch wirklich letzten Endes einer der ausschlaggebenden Gründe für mich bei dieser Box zuzuschlagen, weil ich mir dachte, so sehr wie ich diesen Film liebe, ist natürlich die gezeichnete Interpretation davon auch etwas ganz Besonderes. Das Ganze erschien eben ursprünglich von Ibon Press mit insgesamt 4 verschiedenen Volumes, die jetzt eben, wie bereits eingangs erwähnt, auch einzeln erscheinen werden, wobei allerdings diese Sondergoodies, glaube ich, der Box vorbehalten bleiben. Denn wir haben ja, wie man es vielleicht erkannt hat in diesem Schuber, nicht einfach nur diese Comics vorliegen, sondern jeder einzelne Teil von diesen Comics hat noch einmal seinen eigenen Schuber spendiert bekommen und hat noch einmal eigene Cover, eigene Goodies und eigene besondere Features. Und da schauen wir jetzt zum Beispiel einmal auf dieses Bild, das womöglich auch etwas reißerischer dargestellt wird als in dem eigentlichen Film, wobei diese Sequenz aus dem eigentlichen Film vielleicht dann doch eher aus George Romero's Day of the Dead stammen könnte. Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nachdem die äußere Box so absolut stabil ist, diese inneren Schüberchen so ein bisschen flapsiger sind. Das hat es nämlich wirklich schwer gemacht beim Auspacken der Box, wo nicht nur die Box eingeschweißt war, sondern jedes einzelne von diesen Teilen auch, dabei zu verhindern, dass irgendwelche Teile von dieser Veröffentlichung eben beim Öffnen beschädigt werden. Wir bekommen dann hier noch das klassische Backcover mit eben den Autoren-Credits, mit ein paar Ausschnitten von diesem Ding. Es gibt eben auch Poster, die noch mit dabei sind. Das ist eben diese Limited Edition Geschichte. Ein Artprint, Trading Cards, ein Bookmark und eine Broschüre. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall einmal gleich an. Ich habe ja tatsächlich, muss ich gestehen, noch nie vor diesem Unboxing auch wirklich in diese Dinge hineingeschaut, das wollte ich mit euch gemeinsam machen. Ich habe hier bei allen Boxen auch diesen Sticker mit hineingerettet, der klebte eigentlich eben auf den eingeschweißten Teilen von den jeweiligen Boxen. Hier sind dann eben diese Art Cards, diese Trading Cards mit 2 verschiedenen Motiven. Hier ist, okay, also Lucio Fulci hätte ich wahrscheinlich auf dieser Zeichnung nicht erkannt. Ah, hier. Ja, gut, hier ist er. Hier ist er durchaus erkennbar. Gut, stimmt, das ist ja auch nicht der andere Zombie. Ja, dann gibt es hier mit einer sehr schönen Sequenz, ein bisschen auch an George Romero's Land of the Dead erinnert, muss man zugeben. Ah, cool, das Ganze auch noch in Schwarz-Weiß gehalten auf der anderen Seite. Dann gibt es hier noch einen Print eben mit dem klassischen Zombie, wobei ich echt sagen muss, interessanterweise, da ist die andere Adaption davon natürlich auf dem Äußeren von der Box noch deutlich schöner gestaltet worden, obwohl es steht hier 12,99
Das heißt, offensichtlich sind diese Comics gar nicht neu, sondern bereits Ende der 90er Jahre erschienen. Witzigerweise, dass ich davon noch nie etwas gehört habe. Wir bekommen von Steven Romano eben hier auch noch in diesem Faltblatt eine kleine Editor's Note zu dieser Veröffentlichung, was ich ziemlich cool finde. Und dann hier unser Art Print, unsere Art Card zu dem Motiv. Hier haben wir eher zu den Jean-Claude Van Damme Predator vorne drauf. Und das sind auf jeden Fall allesamt relativ nette Goodies, die hier noch beiliegen. Aber unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem eigentlichen Comicbook. Hier noch einmal mit Vinegar Syndrome Publishing gebrandet, mit demselben Zombie, der interessanterweise aber deutlich dunkler hier ausgefallen ist, als das dann auf der eigentlichen Box ist. Beziehungsweise hier mit diesem Cover Artwork. Das ist eine auf jeden Fall coole Geschichte. Durch die eigentlichen Comics werden wir natürlich an der Stelle immer nur relativ kurz durchblättern, aber nur, damit wir uns hier einen Einblick verschaffen können. Okay, an die Szene kann ich mich auch nicht mehr ganz erinnern vom Film. Ach ja, hier darf das Schiff dann auslaufen quasi. Es ist aber auf jeden Fall wundervoll gezeichnet. Und ich finde es auch ehrlich gesagt cool, wenn wir dann in dem Comic so ein paar Sequenzen und Szenen haben, die ja in dem eigentlichen Film gar nicht vorkommen. Das Ganze ein bisschen ausgeweitet und anders dargestellt wird. Weil sonst hat man ja als jemand, der den Film bereits gesehen hat, in Wirklichkeit überhaupt keinen Grund, den Comic zu lesen. Und so muss man aber auch sagen, dass dieser Comic ja offensichtlich, wenn das stimmt, mit dem Branding auf 1999, muss ich zugeben, das habe ich mir vorher gar nicht angeschaut, dass wir es hier außerdem natürlich noch mit ein paar Ergänzungen hat, die da zum Beispiel 2016 geschrieben und dann 23 noch einmal überarbeitet wurden, dass wir es hier ja wirklich mit Classic Material zu tun haben. Und okay, ich muss zugeben, wenn sich Vinegar Syndrome Publishing tatsächlich auf solche Dinge konzentriert und jetzt wirklich solche Sachen in Reihe erscheinen, dann werde ich die alle kaufen müssen. Da brauchen wir dann auch wirklich nicht mehr drüber reden, dass ich sage, nein, ich brauche nicht alles, was Vinegar Syndrome bringt. Das Problem ist halt, dass Vinegar Syndrome einfach nur absolut großartiges Zeug bringt. Das, finde ich, maßgeschneidert ist für die Art Filmfan, zu der ich mich auch zähle. Und damit muss ich sagen, macht ja auch schon einmal dieses Voodoo-Paket hier einen absolut großartigen ersten Eindruck. Wie gesagt, das Einzige, was ich verbessern würde, wäre, dass diese einzelnen Taschen nicht derartig labbrig sind. Aber wir haben ja noch lange nicht fertig. Wir haben ja noch drei von diesen Taschen. Ich werde mich natürlich an der Stelle immer dann versuchen, ach, ist das genial, etwas kürzer zu halten, damit sich eben meine Worte hier nicht immer nur weiter wiederholen, aber das ist doch ein unglaublich genialer Druck und eine geniale Darstellung von der klassischen, bekannten Sequenz aus dem Film. Hier dann zur zweiten Nummer, auch in diesem Fall gibt es natürlich wieder ein paar Goodies in dieser Limited Edition, wo ich mich natürlich ganz besonders auf, ach, mir fällt jedes Mal irgendwas oben. Dieses Mal hat sich dann dieser Ibon Sleeve Dings verabschiedet, aber hier bekommen wir natürlich unseren Onkel Doktor auf der einen Karte, beziehungsweise, ja, die Holzsplitter-Lady auf der zweiten. Wir haben hier einen Bookmark, fehlt immer das Deutsche, ein Lesezeichen, genau. Auch hier interessanterweise wieder das erkenne ich, aber das war doch beim ersten schon dabei, sah aber hinten anders aus. Das heißt, womöglich, genau, gibt es hier auch einen anderen Text, in diesem Fall eben von Justin Zanzer, dem Director of Publishing and Merchandising, der diesen Text dann im Jahr 2023 geschrieben hat in diesem Faltblatt, beziehungsweise eben aus der klassischen High-Sequenz gibt es dann hier den Print, interessanterweise aber nicht als Poster, diese Version. Das ist das Frontcover-Artwork. Da kann man ganz offensichtlich eigentlich auch erkennen, wo sich Rick Melton womöglich seine Inspiration für sein Cover-Artwork, das er damals für die große Hardbox von PCM zu Voodoo gefunden hat, die sich natürlich auch in meiner Sammlung befindet. Auch das natürlich eine absolut wunderschön gemachte Sache. Auch hier eine großartige Zeichnung von einer der seltsamsten Nahaufnahmen, muss man ja sagen, die dieser Film zu bieten hat. Beziehungsweise dann hier
jetzt im zweiten Akt von den insgesamt vier Stück in erster Linie dargestellt, die also quasi zum Thema habend die Hai- und Schwimmsequenz. Wie gesagt, hier immer nur ganz kurz durchblättern, weil inhaltlich nehme ich einmal an, wird sich jetzt niemand wahnsinnig überrascht fühlen von dem Comic, wobei ich mich da tatsächlich, es ist wirklich ein Predator. Es ist wirklich ein Predator. Eher beschäftigen möchte und vor allem interessiere für diese Goodies, die jetzt für diese Neuauflagen immer wieder dazugekommen sind, weil ich nehme auch an, dass solche Sachen und Sketchbooks nicht bei dem originalen Printrun von diesen Comics mit dabei waren, sondern dass die dann eben für die später publizierten Limited Editions für die Fans noch dazu gedacht wurden. Aber wir haben noch ein paar Bände für uns offen. Hier das dritte Kapitel namens Thick as Souls. Auch hier, wie ich finde, ein wundervolles Motiv. Natürlich in erster Linie hier mit dem bekannten Friedhofszombie, mit dem bekannten dicken Bloater, mehr oder weniger, der am Anfang von dem Film auf dem Schiff aufgetaucht ist. Auch da haben wir dann auf dem Backcover noch ein paar weitere Elemente zu dieser Box. Können wir uns ja einmal komplett anschauen. Dann hier noch einmal ranzoomen. Und einen Blick ins Innere werfen, denn auch hier gibt es die klassischen Extras. Ich habe meinen Ibon-Sleeve-Sticker. Ich habe die beiden Sammelkarten, der alte Old Wormite ist natürlich auch ein netter Name. Brian Hull, Man of Action. Ja, Max Power, der Man of Steel. Und hier, das erinnert mich ein kleines bisschen an diese neuen DC-Filme eigentlich mehr. Auch hier die Alternative in Schwarz-Weiß. Finde ich genial, weil der Vergleich mit den DC-Filmen ist gar nicht einmal so weit hergeholt, weil diese ganzen illustrierten Steelbook-Auflagen haben ja auf dem Backcover mehr oder weniger auch einfach nur das Frontcover noch einmal in Schwarz-Weiß. Auch hier dann noch einmal ein einleitender Text dazu, beziehungsweise vom Man of Action, Brian Howe, unser Artprint und dann last but not least, wie zu erwarten, die insgesamt dritte Ausgabe von dem Comic. Auch hier noch einer von den Zombies dann mit dabei auf dem Backcover und das alte klassische Frontcover-Artwork mit dem Motiv, das wir auch auf dem Lesezeichen, aber ich muss echt sagen, je mehr ich hiervon sehe, was sich an Artwork und an Qualität und an Bonus-Goodies hier vor meinen Augen auftut, desto mehr bin ich extrem froh, dass ich nicht diese unendliche Dummheit begangen habe, das nicht bestellt zu haben, weil das ist einfach großartig. Das ist ehrlich gesagt wirklich eine Art Comics, wo ich sage, ja, ich glaube, das wird noch öfter in meine Sammlung kommen. Jetzt hoffe ich wirklich nur, dass diese VSP-Geschichten dann auch immer im ähnlichen Format mit ähnlichen Boxen und Goodies dabei sind, weil ehrlich gesagt ist eben einer der Hauptgründe, warum ich Bücher sammeln so schwierig finde, weil im Gegensatz zu Filmen man 17.000 verschiedene Formate und Größen und Dicken und das hat uns einfach alles unmöglich irgendwie einheitlich im Regal ausschauen kann. Ja, das ein paar Filmbücher habe ich natürlich auch in meiner Sammlung, aber das kann man halt irgendwie nicht so schön einheitlich darstellen mit den, ich sage jetzt einmal, fünf Hauptformaten und dann einem Regal für die ganzen Sonderlinge, wie wenn man das Ganze für Filme tut. Aber einen letzten Teil haben wir in dieser Verpackung noch, sofern ich hier mal die anderen Goodies wieder in die Hülle hineingebracht habe. Das ist tatsächlich bei diesen flapsigen einfachen Hüllchens gar nicht mal so leicht. Und wir werfen einen Blick auf den goldenen Abschluss. Da wird gerade für Michael Jacksons Thriller-Musik wieder geprobt. Ding, ding, ding. Mit diesen großartigen Posen, die Zombies da drauf haben. Ist, muss ich echt sagen, von diesen neuen Schuber-Artworks, das, was ich persönlich am wenigsten bevorzuge, weil das schaut irgendwie ein bisschen dämlich aus. Aber großartig gezeichnet ist es natürlich außerdem auch in diesem Fall wieder mit einigen
Goodies mit dabei. Und ich finde es ja auch wirklich genial, dass wir zusätzlich zu diesen eh schon tollen einzelnen Schubern, die ja, wie gesagt, einzeln kommt das alles ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob auch mit den Goodies, aber die Box ist definitiv Vinegar Syndrome exklusiv, eh so wie üblich mit den Schubern. Aber jetzt habe ich da tatsächlich bei der vierten Ausgabe ein Problem, weil mein Comic scheint hier drinnen irgendwie festzuhängen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Da könnte es sein, dass irgendein Kleber irgendwo sich festgesetzt hat und von dem Schuber auf dieses Comic übergegangen ist. Ja, tatsächlich spüre ich hier etwas Kleberiges. Vielleicht habe ich es reparieren können. Wir werden es gleich sehen. Jawohl. Schauen wir mal, wo es war. Ja, tatsächlich genau hier hat sich ein Kleber festgesetzt, ist aber zum Glück einer, den man, glaube ich, weitestgehend ganz gut einfach wegwischen kann. Und der jetzt zumindest hier keinerlei Schäden hinterlassen hat, nichts abgerissen hat oder sonst irgendwas. Aber bevor wir zum Comic kommen, auch hier nochmal ganz kurz auf die Goodies geschaut. Das Lesezeichen ist wieder mit dabei. In dem Fall jetzt bei mir ein bisschen mit Kleber verschandelt, weil ich das Lesezeichen, auch ein cooles Bild, dazu verwendet habe, das Comic rauszulösen. Dann, naja, einfach Aufkleber. Und wie üblich unsere Information, unser neuer Text. Und diesmal, das ist tatsächlich auch cool, diesmal direkt Lucio Fulci, gezeichnet in einer wirklich coolen Zeichnung, das muss man echt sagen, mit der Zigarre als Sammelkärtchen oder als Artcard. Aber kommen wir dann zum eigentlichen Comic. Der hat in dem Fall eine Sequenz, die mich ein bisschen an die Horde oder ebenfalls wieder an diese ja, auch Parkplatzsequenz vom Dawn of the Dead Remake erinnert, mit den Massen an Zombies, auch das allesamt Geschichten, die jetzt vielleicht in der direkten Vorlage nicht unbedingt genauso passiert sind. Aber wir haben dann hier beim letzten Kapitel ebenfalls noch einmal das Comic und das alles. Muss man übrigens an der Stelle beim letzten Durchblättern auch noch einmal sagen, dass die Comics per se auch extrem hochwertig verarbeitet wurden, dass wir hier jeweils immer einen etwas dickeren Einband haben, dass der Druck in meinen Augen absolut phänomenal ist, so dass, wenn man da einfach nur mal einen kurzen Blick drauf werfen würde, dass man niemals den Eindruck hätte, dass es sich dabei nicht um komplett neu gezeichnete Sachen handelt, dass vor allem eben die einzelnen Zeichnungen auch extrem detailliert und wirklich mit Liebe gemacht sind, dass man hier wirklich nicht das Gefühl hat, das ist eines von diesen billigen Cash-Grabs, die man mit den ganzen Lizenzwaren eigentlich weitestgehend und meistens bekommt, sondern dass das wirklich ein wahrscheinlich auch irgendwie Fanprojekt ist. Und zumindest, und das muss man ja natürlich auch sagen, wenn jetzt dann einmal Vinegar Syndrome die Hände im Spiel hat, dann ist es natürlich ein Fanprojekt. Und wenn das nicht dermaßen genial wäre, dann hätte Vinegar Syndrome sich sicherlich nicht die Mühe gemacht, das noch einmal aufzubereiten und zu restaurieren. Das ist einfach nur eine wunderschöne Sache. Ich bin unendlich froh drüber, dass ich mir das in die Sammlung geholt habe. Und ja, selbstverständlich werde ich bei den nächsten Veröffentlichungen von VSP dann ebenfalls wieder ein offenes Auge behalten, um zu schauen, dass, sollte das jetzt nicht quasi irgendwas komplett Absurdes sein, wie das sie beispielsweise in ihre mittlerweile ja Melusin genannte Richtung abdriften, dann werde ich womöglich auch bei den nächsten Titeln wieder zuschlagen, weil alleine, wie gesagt, diese Artwork-Apokalypse, die sich dann nicht nur in den Comics, sondern alleine auf diesen Schubern, auf den zahlreichen noch dazu beigelegten Goodies auf uns loslässt, das ist absolut großartig. Das ist eine wundervolle Veröffentlichung. Da sieht man halt eben wirklich, wie man, hoppla, mit einer Menge Liebe zum Detail, mit einer Menge Enthusiasmus zu diesem Projekt ganz offensichtlich eine absolut großartige Design- und VÖ-technische Meisterleistung geschafft hat. Die finde ich einfach jeden Cent von den hier steht jetzt, ja, 69 Dollar oder Euro, die sie gekostet hat, absolut wert war für diese vier Volumes, dann eben auch noch im Sonderpaket.
Doppelschuber, das ist eine großartige Sache. Das ist ein Ding, das ich persönlich wirklich feiere in meiner Sammlung. Und das für mich als Fan von Lucio Fulcis Voodoo zu einem absoluten Pflichtprogramm gehört, wo ich wirklich froh bin, dass es auch in meiner Sammlung angekommen ist.